Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zum Thema Microsoft SQL Server und Spring Boot. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum wir den SQL Server mit eingebaut haben in die Vorlesung. Ich versuche da jetzt eine Brücke zu schlagen zur Datenbanken 1 Vorlesung bei meinem Kollegen Herrn Höfig. Grund ist, die ganze Datenbanken 1 Übungen laufen alle auf dem Microsoft SQL Server, den kennen Sie schon. Und jetzt wäre es natürlich nett auch zu sehen, dass das Zeugs, was wir hier in der verteilten Verarbeitung machen, genau kompatibel ist zu dem, was Sie auch in Datenbanken gelernt haben. Das Schöne ist, die Docker-Container versetzen uns in die Lage, praktisch jedes beliebige Datenbankmanagementsystem unter unsere Anwendung zu klemmen. Also Sie können mit gleichem Recht auch ein PostgreSQL oder ein MySQL oder ein MariaDB drunter bauen. Alles wird funktionieren und alles funktioniert in ähnlicher Art und Weise. Insofern können Sie dieses Video auch prototypisch für den Umstieg auf jedes beliebige andere Datenbankmanagementsystem sehen. Wichtiger Punkt ist noch, wir brauchen keine extra Konsole vom Datenbankhersteller. Das mache ich mit Hilfe von IntelliJ. Das spart uns die Installation von 1000 Tools. Außerdem können wir dann mit dem IntelliJ sehr schön in die Datenbank reinschauen. Das heißt, wir brauchen auch sowas wie bei der H2-Datenbank, hatte ich hier noch so eine Sonderkonsole gezeigt. Die Videos waren aus dem letzten Jahr, da war mir noch nicht klar, dass es da eine schönere Lösung in IntelliJ gibt. Da kann ich Ihnen also auch schöne Demos dann mit Hilfe von IntelliJ geben. Also starten wir mit Microsoft SQL Server. Wir verwenden den SQL Server in der Version 2019 und wir laden uns den von Docker Hub runter. Hier ist nochmal wichtig zu wissen, dass es Microsoft klingt ja immer so, dass, als ob es nur auf Windows läuft. Wir verwenden hier den SQL Server in der Linux-Variante, sodass Sie das normal auf einem Mac und auf einer Linux-Maschine ausführen können. Also theoretisch könnte man ja ein Microsoft-Produkt auch in Microsoft-Containern installieren. Das geht aber dann nur auf dem Windows, soweit ich weiß, wegen des Windows-Kernels. Wir verwenden hier aber eine Version, die mit dem Linux-Kernel arbeiten kann. Hier nochmal dargestellt. So, was machen wir, um das in Betrieb zu nehmen? Vom Thomas Metner habe ich ja das Aufgabenblatt übernommen. Und er hat hier Ausschnitte aus der Docker Compose Datei dargestellt. Sie können sich das Docker Compose im Grunde so vorstellen wie eine vereinfachte Form von Docker Run Kommandos. Und letzten Endes kann ich all das, was in der Docker Compose steht, auch in Docker Run reinschreiben und umgekehrt. Das Docker Compose hat halt den Vorteil, dass ich da sozusagen mehrere Docker Run Kommandos zusammenfassen kann. Kann ich Ihnen nachher noch demonstrieren. Ich würde Ihnen aber jetzt gerne mal eine vereinfachte Demo geben mit Hilfe von Docker Run. So, was machen wir? Ich wechsle jetzt in die Konsole. Hier sehen Sie eine PowerShell und dort habe ich jetzt das Docker Run Kommando eingetippt. Sie sehen hier all das, was gerade auf der Folie war, Docker Run. Ich habe es jetzt mal im Interactive Mode hier spezifiziert, damit man so ein paar die Konsolenausgaben sieht. Ich habe ein paar Mal Probleme gehabt mit dem Passwort, das war dann zu einfach. Man muss hier wirklich ein starkes Passwort angeben. Port 1433 ist offenbar der Standardport für den SQL Server. Man gibt hier die Lizenzauflagen zu, also ich akzeptiere das ganze Euler-Zeugs. Das Datenbankpasswort ist PA44WOR6 und sehen Sie die ID von dem Docker-Container, MCR, Microsoft.com und so weiter. Jetzt starten wir das mal. Das ging jetzt relativ schnell. Er hat jetzt den Datenbankserver gestartet. Bei Ihnen könnte es sein, dass es ein bisschen länger dauert, weil der den SQL-Server natürlich runterladen muss auf Ihre Maschine. Und da braucht er so ungefähr 400 Megabyte, bis das dann bei Ihnen da ist. So, jetzt wechseln wir jetzt in IntelliJ. Jetzt sind wir in IntelliJ. IntelliJ hat eine sehr schöne, leistungsfähige Datenbankkonsole dabei. Das war mir letztes Jahr, als ich die ersten Videos zu H2 und JPA aufgezeichnet habe, noch nicht klar. Deswegen gebe ich Ihnen jetzt hier nochmal eine kurze Demo von dem Ding. Und wir schauen uns mal an, was der leisten kann. Dazu müssen wir den natürlich zunächst einmal mit unserem Datenbankserver verbinden. Ich hoffe, dass das klappt. Also, wir brauchen die Datenbank. Den Datenbankdialog. Ich gehe hier mal drauf. Der bietet mir das hier schon an.
Database. Starte ich mal, bin ich hier also im Datenbankenunterdialog in IntelliJ. Kann jetzt hier eine neue Datenquelle anmelden und da ich hier schon ein bisschen experimentiert habe, bietet mir den SQL-Server, bietet er mir hier schon an. Und jetzt kann ich hier die Parameter eintragen, die ich bereits in dem Docker-Run-Kommando festgelegt habe. Das heißt, jetzt kann ich hier so alles eintragen, was ich im Docker-Run-Kommando auch spezifiziert habe. Ich nenne das Ding jetzt hier im SQL-Server. Dann waren wir hier auf dem Port 1433. Dann war der User SA. Und das Passwort war PA44WOR. 6. So, jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert. Und siehe da, wir haben uns zur Datenbank verbunden. Ich habe gerade noch versucht, Videos zu drehen. Da hatte ich das Passwort noch mit Doppeldollar dargestellt. Aber da gab es wahrscheinlich irgendwie einen Konflikt mit PowerShell. Was wir jetzt als erstes brauchen, ist eine Datenbank, in der wir die Daten speichern können. Das kann ich jetzt einfach mit dem SQL-Kommando machen. Sie sehen hier schon, der hat hier schon eine Konsole freiwillig aufgemacht. Auf dem könnte ich jetzt irgendwelche Select-Statement absetzen, beispielsweise. Aber jetzt machen wir erstmal eine Datenbank auf. Create Database. Und wie nennen wir den? Ich nenne den mal PVS, weil mein Projektvergabesystem halt so heißt. Ich lasse das hier laufen. Und Sie sehen, der SQL-Server hat jetzt hier tatsächlich eine Datenbank PVS erzeugt. Und jetzt können wir anfangen, nachdem das alles läuft, wir haben eine Datenbank, die läuft und wir haben eine Verbindung jetzt in IntelliJ, jetzt können wir unser Spring Boot konfigurieren. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt Spring Boot umzukonfigurieren. In Spring Boot haben Sie die wesentlichen Elemente, um die es geht, in der Application Properties Datei. Die ist, wenn man bei Main guckt, unter Resources zu finden. Also Main Resources. Beim Deployment-Prozess kopiert er dann diese Application Properties Datei dann schon an die richtige Stelle, aber wir finden die jetzt hier erstmal unter Resources. So, und jetzt habe ich hier oben alle Zugriffselemente auf die H2-Datenbank auskommentiert und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir hier auf die auf unsere neue Datenbank zugreifen können. Ich habe die Datenbank gerade PVS genannt, Projektvergabesystem, und jetzt haben Sie hier nach dem JDBC-Schema die URL der Datenquelle, JDBC SQL Server. Das ist sozusagen das Kennzeichen den JDBC-Treiber. Der soll hier auf den Localhost gehen. Das geht jetzt, Docker macht so ein kleines lokales Netzwerk auf und alles, was wir jetzt im Docker-Container haben, ist unter Localhost erreichbar. Und die Datenbank heißt PVS. Unser Benutzer heißt SA, das hatten wir ja gerade schon festgelegt. Das Passwort, das gehört normalerweise, also Warnhinweis, nicht hier in so eine Properties-Datei rein. Normalerweise würden Sie das geschickter auslagern. Ich hoffe, ich komme noch dazu, um mal so ein Video zu drehen. Also wie gesagt, hier nochmal der Warnhinweis. Datenbank-Credentials und überhaupt Credentials gehören nicht in solche Konfigurationsdateien, weil das checken Sie mit ein ins Repository und solche Sachen gehören einfach nicht ins Repository. Da muss man sich gesondert drum kümmern. Letzter Punkt, den wir hier noch festlegen, ist Driver und da nehmen wir den SQL-Server-Driver. Den installiere ich gleich auch nochmal nach. So, und Rest ist so wie vorher. Da haben wir nur das JPR entsprechend konfiguriert, dass der das Datenbankschema erzeugt, Generate DDL, dass er jedes Mal, wenn man es neu startet, alles wegschmeißt und neu macht, dass wir immer auf einen sauberen Server aufsetzen und ich will in den Log-Ausgaben ja das SQL sehen. So, dann sind wir dann mit der Properties-Datei fertig. Jetzt müssen wir noch den Datenbanktreiber nachinstallieren. Wo kriegen wir den her? Wo finden wir den? Sie sehen hier die build.gradle-Datei. Und ich habe jetzt hier den Datenbanktreiber ergänzt. Wo habe ich den her? Naja, ich habe mit dem Initializer herumprobiert und einfach angehakt, dass ich gerne auf die Microsoft SQL Datenbank zugreifen wollen würde. Und dann hat er mir hier die Dependency vorgeschlagen. Also durch ehrliches Googlen kommt man sicherlich auch drauf. Also ich habe jetzt einfach beim Initializer so getan, als ob ich ein neues Projekt machen wollte und habe mir das dann von dem Ding zeigen lassen. Jetzt haben wir zwei Datenbanktreiber drin, einmal von der H2 Datenbank und einmal vom SQL Server. So, wenn wir das getan haben, sind wir im Grunde fertig.
Das heißt, jetzt haben wir den Datenbanktreiber installiert für unseren Server. Wir haben dem Server die Zugriffsdaten gegeben für die Datenbank. Und der Rest vom Persistenzzeug läuft ja noch seit den letzten Demos. Das ist einfach das, was ich schon letztes Jahr für Sie aufgezeichnet habe, dass er da Tabellen mit Projekten und Membern aufmacht. So, also wenn wir jetzt großes Glück haben und wir haben das Gradle-Zeug nochmal aktualisiert, nicht? Also das heißt, das sollten Sie vielleicht noch tun. Schauen wir mal kurz. Gradle, dass Sie hier nochmal schnell aktualisieren, sicherheitshalber. Dass jetzt wirklich alle Treiber runtergeladen hat, dass er wirklich ist nicht wegen eines fehlenden Treibers nicht funktioniert. Und dann sollte aber eigentlich alles laufen. Dann starten wir den mal. Also Sie sehen hier unten, die Konsole läuft durch. Und jetzt können wir anfangen, SQL-Fragen zu stellen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, select Stern from Project. Ich muss das hier natürlich auf der richtigen Datenbank tun. Das habe ich hier in der wunderbaren PVS-Datenbank angelegt, die ich beim Starten dargestellt habe. Das heißt, vielleicht ist die Tabelle auch klein. Das ist wahrscheinlich klein geschrieben. So, versuchen wir das mal. Und Sie sehen, er hat es ausgeführt und ich habe jetzt hier ein Projekt dargestellt. Sie sehen, also ich kann hier ganz normales SQL absetzen und mir das Datenbankschema anschauen. Und hier habe ich auch die ganzen Ergebnisdatensätze. Nach den Demos zu urteilen, kann man es hier auch direkt drin rum editieren. Also ich könnte jetzt auch hier gleich die Version 2 verpassen. Aber Sie sehen hier die Ergebnisdatenmenge von dem SQL-Aufruf. Man kann hier auch nochmal reinsuchen, PVS. So, jetzt wollen wir uns sicher noch mal anschauen, welche Tabellen er jetzt angelegt hat. Das konnte man ja sehr schön auch in dieser H2-Datenkonsole sehen. Dazu gehen wir hier bei PVS hinein, machen das auf. Wenn ich jetzt hier dieses 1 von 13 anklicke, kann ich mir jetzt hier anschauen, welches Datenbankschema ich denn darstellen will. Und dann hake ich hier dieses Default-Schema an. Das heißt hier DBO. Wenn ich das angehakt habe, kann ich es hier aufklicken. Sie sehen das hier schon, DBO ist jetzt plötzlich da. Und dann zeigt er mir hier, jetzt hat er zwei Tables erzeugt, und zwar eine Member- und eine Project-Tabelle. Wenn Sie sich an die Demo-Videos für Relationships erinnern, habe ich ja da genau zwei Tabellen angelegt, nämlich Member und Project und eine 1-zu-N-Beziehung modelliert. Können wir uns nochmal anschauen. Ich glaube, ich habe Beispieldatensätze mit reingetan. Wenn ich hier sage Member, jetzt hat er auch eine Autovervollständigung drin. Also das ist eine sehr schön gemachte Konsole und dann sehen Sie hier, vielleicht erinnern Sie sich an die Videos, noch die Beispieldaten drin. Also und die haben hier sozusagen meine ganzen Projektmitglieder und die referenzieren mit 1-zu-N auf das Projekt, was wir drin hatten. Also wie Sie sehen, der Umstieg von H2-Datenbank auf den SQL-Server ist gelungen. Vielleicht, wenn ich ganz viel Zeit habe, mache ich noch mal eine ausführlichere Demo von dieser Datenbank-Shell. Ich habe jetzt in den letzten 2-3 Stunden aber den Eindruck gewonnen, dass das Ding eigentlich im Wesentlichen selbsterklärend ist. Also wenn Sie wissen jetzt, Sie können sozusagen das Schema anschauen, Sie wissen, Sie haben eine ganz normale SQL-Konsole und Sie wissen auch, man kann sich hier die Ergebnisdatensätze anzeigen lassen, das macht er auch automatisch mit. Wir haben da sehr viel Unterstützung drin, wie Sie es gewohnt sind von den anderen IntelliJ-Features. Das SQL ist wirklich wahnsinnig gut unterstützt hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin.